Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Star Wars Battlefront. Wir spielen heute. Was spielen wir heute? Auf was habt ihr Lust? Auf was hab ich Lust? Ich habe Lust auf. Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal Wendepunkt spielen. Da wir das bis jetzt erst einmal hatten. Das Imperium verteidigt seine Festung gegen einen entschlossenen Angriff der Rebellen. Das werden wir tun. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, dass wir das Spiel. Okay, das ging sehr schnell. 20 gegen 20. Wen haben wir alles so dabei? Naja, nicht so einfallsreiche Namen, dass jetzt irgendwas Gutes dabei war. Also zumindest nicht in meinem Team. Ich hatte jetzt nicht so schnell ging es jetzt nicht, dass ich das andere Team auch noch durchgucken könnte. Das imperiale Kampfläufer sind sehr stark, haben aber eine Schwachstelle. Aha. Spielst du mit deinem Partner, kann auch dein Partner die Karten deiner primären Kartenhand nutzen. Achso, okay. Das ist interessant zu wissen. Die Sternkarte Feuerbündeln erhöht die Präzision. Naja, gut, das steht ja denn da. Jetzt nicht unbedingt so ein hilfreicher Tipp. So, jetzt geht's los. Dann gehen wir. Oh, okay. Das Spiel läuft schon eine Weile. Wir haben 2 von 3. Ja, okay. Also, wir brauchen nur noch den einen und dann haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Wir müssen erstmal einen Weg rausfinden. Das wäre natürlich schon. Anfang. Hier geht's raus. Ja, hier raus. Der kleine Labyrinth. Lass mich mal durch. Mann! Alter, was ist hier los? Ja, das war knapp. Nicht mal ansatzweise. Wir müssen auf jeden Fall einen anderen Weg rausfinden. Ach, da sind schon welche draußen. Es haben welche geschafft durchzubrechen, das ist gut. Wir gehen mal weiter nach da. Vielleicht können wir da hinten nochmal irgendwo raus. Wir haben ja unser Jetpack, das heißt, wir können jetzt ein bisschen mehr anrichten als sonst. Nein! Ah, ich wollte gerade mit dem Jetpack an ihm vorbeifliegen quasi, so als Ablenkung, damit die anderen beiden rauskommen können. Hat leider nicht funktioniert. Aber sie haben ihn getötet. Ich habe ja gerade einen Assist bekommen. Das ist wenigstens schon mal was. Aber die Zeit läuft halt davon. Wenn wir hier nicht rauskommen, kriegen wir große Probleme. Oh, du bist weg. Ja, gerade explodiert. Nice. Ah, da hinten sitzt einer in der Ecke. Der campt da hinten rum. Okay, vielleicht müssen wir es doch nochmal auf der anderen Seite probieren. Ich glaube, das hier macht keinen Sinn. Die lassen uns einfach nicht raus. Die haben die Eingänge komplett zugestellt. Ja, mit so vielen Leuten auf einem Fleck macht auch keinen Sinn, wenn die halt Granaten werfen oder jemand seine Thermal, seine Impulsgranate da oder wie die heißen, hat. Gibt's halt auf den Sack. Ist halt einfach so. So, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ist das einer von uns? Ja. Hab ich ihn? Ah, okay, der Turm hat einen Kalt gemacht. Okay. Wo ist denn das Gebiet, was wir erobern müssen? Das ist da. Okay, gucken wir da mal hin. Verdammt. Okay, aber wir sind schon mal draußen. Das heißt, es hat gut funktioniert mit unserem Jetpack, dass wir die ablenken. Sonst wären sie alle, glaube ich, nicht rausgekommen so schnell. Jetzt können wir uns den Weg durchbahnen bis zum Eroberungspunkt. Es ist nicht mehr so weit. Wir haben auch nur noch 2,5 Minuten und es dauert ja auch noch eine Weile, bis wir den Platz erobert haben. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich Vollgas geben. Okay, wir sind da, nice. Hä? Von wo hat der denn jetzt geschossen? Den habe ich nicht mal gesehen.
lädt doch, genau deswegen wollte ich einen Jetpack. Wir können so viel Zeit sparen, wir haben jetzt so viel Meter innerhalb von einer Sekunde gut gemacht. Ist ja besser als jedes Mal dieses lange Rumgelaufe. Okay, wir haben es geschafft, jemand ist drinnen. Die Frage ist nur, wie lange. Was war das denn? Hat jetzt jemand geschossen und ich habe da genau meine Granate reingeworfen oder was war das? Oh, Jamal, oh, jawoll. Damit kommt auch. Halt, was? Oh, verdammt, da ist einer hinter mir. Oh, da stehen drei Leute, die in meine Richtung gucken und einer steht hinter mir. Wie geht das denn? Nicht so schlimm. Wir sind trotzdem noch. Sind wir noch am Erobern? Nein, ich glaube, es ist gerade ausgeglichen. Das heißt, wir müssen jetzt echt was. Wir müssen jetzt was machen. Wir müssen Sachen machen. Verrückte Sachen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Kommen wir hier wieder nicht raus. Weg da, weg da. Ach, deswegen standen die alle. Das ist hier schon der Platz. Ach so. Verdammt, nur noch 50 Sekunden. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr, Freunde. Das Ding ist durch. 40 Sekunden. Und nee. Okay, wir sind jetzt drin. Ja, aber nur noch 30 Sekunden. Wir müssen jetzt hier halt alle wegnatzen. Mal 3. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, Freunde. Mal 6. Ja, jetzt. Komm. Mal 4. Oh nein. Wir haben es geschafft. Nice. Nur noch 3 Sekunden. Alter, war das knapp. Mein lieber Charlido. Alter. Geil. Sophie, Glückwunsch an der Stelle zum ersten Platz. So, wir werden natürlich nicht so viel Erfahrungspunkte bekommen, weil so viel konnten wir jetzt auch nicht mehr reißen. Ja. Alter, das war echt. Das war knapp. Okay, eine Runde, denke ich mal, können wir noch spielen. Wenn es jetzt hier schnell geht. Oh, im Wald. Nice. Spieler sind eigentlich voll. Na, die Wartezeit müssen wir trotzdem absitzen, sag ich jetzt mal. Was haben wir hier eigentlich noch? Achso, können wir uns hier noch. Wollen wir noch was Cooles kaufen? Zielschuss? Ah, ist ja gut. Dann halt nicht. Waldmont Endor. Okay, dann gucken wir mal, was im Wald los ist. Ah, Blaster. Ja, doch. Die Waffe ist eigentlich schon ganz cool. Mit der habe ich mich schon angefreundet. Partner Impulskanone, Cyclergewehr. Geiler Scheiß. Wir lassen. Hä, wo bin ich? Wir lassen trotzdem erstmal unseres. Warum? Was war das gerade? War das schon Luftangriff? Haben wir es schon früher? Ja, das ist mir fast bewusst. Mann, jetzt stirb doch mal! Ah, verdammt, jetzt kommen die von da oben. Den da müssen wir verteidigen. Ich hoffe, dass mein Team hier ein bisschen. Ja? Ich hab die falsche Hand mitgenommen. Verdammt.
So, wo sind sie denn? Da hinten ist gerade einer langgelaufen. Da ist jemand. Nein, ach verdammt. Ricardo, Junge. Ich kriege ich noch. So, dann gehen wir mal zu Ricardo. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Hand zu wechseln. Oh, es gibt Schlimmeres. Ja, okay, mit unserem Jetpack können wir uns natürlich da einfach hochjumpen und den wegholen. Okay, den haben wir getötet. Oh. Schön ausgewichen. Ich mich schon selber lobe, wenn ich irgendwas mache. Okay. Was haben wir hier? Wir gehen jetzt mal kurz hoch. Ich glaube, oben können wir ein bisschen besser verteidigen als hier unten. Meine Meinung. Los Junge, zieht euch. Kommen wir nicht noch weiter hoch? Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr soweit seid. Greif du sie doch an. Ach, da drüben jetzt, okay. Müssen wir noch auf der Höhe sein, hier oben, wo wir gerade hin müssen. Hä? Verlust? Ach, das ist doch der hier, wo ich gerade war. Wo sind denn welche? Orbitalangriff! Gebiet räumen! Ich sehe keinen Menschen, der das hier gerade einnimmt. Also ich sehe schon welche, aber die sind halt noch ziemlich weit weg. Aber irgendwo muss ja hier jemand sein in dem Gebiet, sonst würde das ja nicht so runterzählen. Die Frage ist nur, wo sind die? Da hinten sind welche. Wo denn? Wir müssen hier mal kurz weg. Ach, verdammt, wir sind natürlich in der Sackgasse. Ja, bitte schon weg. Gleich einen Kontrollpunkt. Wo denn? Jetzt sind die da hinten. Da ist jemand. Habe ich ihn geholt? Ich glaube, er ist tot. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlag sie zurück. Ja, wo denn? Also eigentlich, gerade hier ist es halt sehr unübersichtlich, wo so ein Kontrollpunkt anfängt und endet und wo man denn hier die Leute noch wegholen muss, um diesen, ich sag mal, die Eroberung halt zu verhindern. Aber es muss noch eine Minute noch was und die müssen noch alle drei erobern. Also ich denke mal auch, das wird an uns gehen, diese Runde. Da, wir versuchen gleich einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Okay, also mit dem Skin, den er hat, ist es natürlich echt cool gewesen. Man hat ihn kaum gesehen. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil im Wald. Man kann sich halt echt gut verstecken. Den haben wir weg. Nein, ah, verdammt. Ich hätte noch fast geholt. Okay, 35 Sekunden. Wir haben nicht einen einzigen. Achso, ich glaube, wenn die eine erobern, kriegen die ja Zeit zurück, ne? Das heißt, wir müssen jetzt die 30 Sekunden echt durchziehen, dass sie keine erobern. Bam! Schade, war schon zu spät. Also nicht schade, war ja tot, also ist ja alles okay. Aber den haben wir geholt. Nein! Ah, das waren zu viele. Ich wollte gerade eine Granate dahin schmeißen, weil ich mir denken könnte, dass jetzt von da welche kommen. Aber war leider zu spät. Auf jeden Fall, das Ding ist durch. Wir haben gewonnen. Sehr nice. Wir waren auf beiden Seiten, haben beide Seiten dominiert. Also die anderen haben wir nicht dominiert, das war sehr, sehr knapp. Das hier haben wir jetzt aber eigentlich ganz gut hingestellt. Hingestellt. Alter Vater. Wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und... Oh,
Kill my was? Ach, verdammt. Ich lese immer zu langsam. Ja, auf jeden Fall hat es mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Beide Spielmodi eigentlich. Es ist von beiden Seiten relativ, also ich muss sagen, sehr ausgeglichen. Ob jetzt in der Map oder in der anderen. Es hat dann wirklich was damit zu tun, wie gut das Team ist in jemanden töten. Oder halt dieses taktische Zusammenstellen, wer halt wo auf der Map ist, um welche Base zu verteidigen und so. Das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Die haben halt immer probiert, jeden Punkt einzeln an, irgendwie zu übernehmen, anstelle erstmal sich auf einen zu konzentrieren und zu sagen, okay, wir nehmen halt den. Aber naja, da war mein Team zum Glück ein bisschen besser. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Eventuell über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.